Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlasst. Weiß ich. Erzählt mir mehr davon. Zauber können in einem geringeren Zauberauslöser gespeichert werden, sodass sie im Kampf rascher und oder Unterbrechung eingesetzt werden können. Ah. Ihr seid eine großartige und wundervolle Person. Mögen die Götter für das, was ihr mit dieser Kreatur getan habt, ihre Hand ewig schützend über euch halten. Bitte. Ja, geschehen. Oh, sie sind jetzt alle weg. Gut. Schlammmephit. Ah. Mist. Ja, keine große Herausforderung. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Das ist eine verdammte Stinkewolke, also eine Betäubungswolke. Ja, hätte ich auch gemacht. Was immer ihr wünscht. So. Das heißt, wir können jetzt da den Kult der Augenlosen bald abschließen. Und dadurch unser Tagebuch ein bisschen weiter aufräumen. Wir haben ja recht viel hier. Vor allem gerade zum Kult des Augenlosen. In Kapitel 1 sind wir zum Glück leer mittlerweile. Ja. Und jetzt sind wir ja gerade in Kapitel 2. Prolog gibt's ja im zweiten Teil nicht. Mehr oder weniger nicht. Der Prolog ist nämlich mehr oder weniger das erste Kapitel in dem Fall. Kommt zurück! Das blicklose Auge wurde getötet! Doch es ist noch nicht alles verloren! Lasst uns Rache nehmen und seine Vision verwirklichen. Kommt zurück, ihr Narren. Ihr, Talis, ihr habt euch in das Universum selbst versündigt. Wir werden euch vernichten. Was zur Hölle? Was war das jetzt? Zauber nicht mehr ausgeführt. Könnte ich direkt als Ziel angegriffen werden? Kältekegel. Okay. Wo war unser letzter... Ah, da war unser Quicksave. Gut. Keine große Herausforderung. Ich hätte jetzt noch nicht damit gerechnet. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze schneller als tanzen. Chick-Ticker, schnell Pratze. Ich bin jawohl. Ihr wo wünscht. Immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur was Seite. Immer ihr wünscht. Kommt zurück! Ja. Das blicklose Auge wurde getötet! Doch es ist noch nicht alles verloren! Tod allen Ungläubigen! Ich helfe, wo immer ich kann. Tod allen Ungläubigen! Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr müsst mir rasch helfen. Ah ja, der Kältekegel macht schon gut Schaden. Ihr braucht mal leichtfüßig und so. Ja. Tod allen Ungläubigen! Tod allen Ungläubigen!
Schuss. Ich werde euch erledigen. So. Wo soll ich hier schon mal hin? Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Ihr müsst mir rasch helfen. Wo ist noch zu jung, mich zu reißen? Gut, der ist auch weg. Geld und ein Gürtel. Mhm. Was? Was war das? Die kann sie wahrscheinlich nicht einfach ach, so abwerben. Schienen. Ja, wieder Ringe. Und Halsketten und so können wir ja wieder mal umlegen, um Platz zu sparen. Haben wir noch gerade irgendwo einen Ring? So. Gut, dann kann ich das mal. Achso, das ist. Ihr Gepäck ist voll. Das war Yahira. Genau, Yahira. Mhm. Wer hat gerade noch Platz? Du hast noch Platz. Fragt mich. Keine große. Nun gut. Okay, da war der eine etwas stärker, weil die haben nur Schrott. Was möchtet ihr? So, sehr gut. Ja! So, jetzt da hier eigentlich alle weg sein müssten. Oder gehen sollten. Kann ich mich in Ruhe noch umgucken. Ja. Unauffindbarkeit, okay. Was ist hier? Na komm, ich zieh mal die ganze Gruppe nach. Dann müssen wir mal ein bisschen mit den Edelsteinen sortieren. Dass ich die paar Räumlichkeiten hier noch plündern kann. Ich denke, Yokata. Kann man nicht lernen. Auch gut. So, damit hat er auch wieder mehr Platz. Ah, das können wir stacken. Kaedon hat noch Platz. Minsk hat keinen Platz mehr. Sie hat noch Platz. Das war's dann größtenteils. Was? Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. So. Ah. Und ja, ich versuche gerade zu gucken, ob ich irgendwo noch... Ah, er hat welche gehabt, gut. Verletzungspfeile. Hatte ich doch auch irgendwo. Ja, gut. Bringt nicht gerade viel. Ihr braucht mal. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, hier unten ist das Zeug auf jeden Fall verschwendet. Auch die Erfahrungspunkte. Hey, cool. Durchdringungspfeile. Ist das ein Todesnebel oder?
Eine Todeswolke. Moment mal, hat Eri die nicht eigentlich schon? Stufe, wie viel ist die? 5. Nein. Gut. Wo so leichtfüßig und so. Ich entsinne mich. Was kann ich tun? Stufe 5, die nimmt sie auf jeden Fall mit rein. Was schmeißen wir aus Stufe 5 raus? Schutz vor Säure nicht. Den da sicher auch nicht. Schwachsinn. Jawohl, das hat geklappt. Sehr gut. Sodesh, was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. Da ist noch eine Truhe und da sind noch zwei Sachen und da sind wir fast durch eigentlich. Pfeile und Bolzen? Das sind Eispfeile, ja. Beißende Bolzen. Dumm die Dumm. Geld und noch ein paar Schriftrollen. Wie viel Platz hast du noch? Einen freien Platz hast du noch. Ja gut. Geil. Schleuderkugeln, hey. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So weit entfernt, also fragt nur. Gehen wir mal schon mal hier hin. Gucken, was hier ist. Der Tisch ist abgeschlossen. Geld und zwei Zauberrollen. Ich warte auf euren Befehl. Charakter zu weit entfernt. Ey. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja komm, Yahira, das packst du mal in dein. Ihr leichtfüßig und so. In deinen Beutel. So, das sind Schleuderkugeln für Eri. Wo soll ich euch meine Yoshino ist bereit. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Und noch zwei Schriftrollen. Habt ihr einen Platz? So sei es denn. Nun gut. Ja, Jira. Komm. So der Schnee. Sehr gut. Und noch den letzten. Ich war, was immer ihr wünscht. Damit haben wir das hier abgeschlossen. Hehe. Ist doch schön. Das heißt, wir können zu den Abwasserkanälen und erstmal aus den Abwasserkanälen wieder raus. Ich würde mal sagen, dass wir uns dann als nächstes im Brückenviertel weiter umgucken. Wir müssen eh dorthin zurück, den Teleportstein zurückbringen. So, erstmal brauche ich einen Ausgang. Ach, gehen wir oben lang. In der Hoffnung, dass wir da die meiste Ruhe haben. Ja, die Jungs hier haben wir erledigt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. So.
Der falsche Gott ist tot. Oh. Natürlich. Talon? Achso, das sind die Talons. Die Talon-Priester.